Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und ich habe noch ein bisschen was drin gelassen vom vorigen Take, aber ja, es ist das gleiche drin. Heute probieren wir mal einen neuen Gin. Und zwar heißt er der Roku Gin. Und er kommt aus dem Hause Suntory. Suntory hat mehrere Brennereien in Japan. Und mittlerweile ein riesiger Konzern hat auch Beam gekauft. Also heißt es mittlerweile Beam Suntory, die Marke Jim Beam und alle ihre Submarken. Und dieser Roku Gin wird auch auf einer ihrer Brennereien destilliert. Ich weiß leider nicht genau, in welcher Brennerei. Es steht leider nur drin, distilled in Japan. Okay, the Japanese craft gin. Wäre dann mal interessant, wo sie ihn destilliert haben. Ob sie sich es wirklich trauen zu sagen, wir destillieren ihn in Cheetah und nennen ihn craft gin, weil Cheetah ist ihre Grain-Brennerei, die sich auch gut eignen würde, wahrscheinlich, um so einen Gin zu machen. Ja, wobei das mit den Botanicals kommt darauf an, wie man ihn herstellt. Aber sie haben auch noch zwei andere Brennereien, die normal mit Whisky-Brennblasen arbeiten. Vielleicht haben sie auch noch an anderen Stellen, ich glaube, die machen auch noch Sake, haben sie auch noch andere Brennblasen oder sogar auch ihre eigene Gin-Brennerei. Das werde ich ja mal schauen. Wenn ich das nächste Mal nach Japan komme, werde ich sowas sicher recherchieren können und euch dann vor Ort zeigen. Bisschen habe ich im Hintergrund recherchiert, über was es bei diesem Gin geht. Der Roku Gin ist eine sechseckige Flasche. Und Roku ist das japanische Wort für die Zahl 6. Also es geht irgendwie um 6. Und bei Gin ist es natürlich, was ist immer wichtig? Die Botanicals. Und die Botanicals hier im Gin sind 6 an der Zahl. Genau. Das symbolisiert das Ganze. Es geht um die 6 Botanicals. Und die lese ich euch jetzt mal vor, was da drin ist. Erstmal haben wir 2 japanische Tees, den Sencha und den Gyokuro. Und das sind 2 grüne Tees aus Japan. Ja, sehr japanisch. Und dann kommt noch der würzige Sancho-Pfeffer dazu. Der ist aber nicht ganz so, wie man sich jetzt einen schwarzen Pfeffer bei uns vorstellen würde. Der ist zitrusartig, zitronig, frischer, nicht ganz so scharf. Habe ihn leider noch nicht getroffen, das ist auch nur das, was ich recherchiert habe. Ja, nicht getroffen, ich habe ihn noch nicht probiert. Dann haben wir noch Sakura-Blüten, das wäre sehr, sehr, sehr japanisch, das sind diese Kirschblüten, wobei sie da auch noch ein paar Sakura-Blätter mit reingemacht haben, also die zählen als 2. Wir haben, Sakura-Flower und Sakura-Leaves. Und dann haben wir am Ende noch die Schale der Yuzu-Frucht. Das ist so ein zitrusähnliches, zitrusartige Frucht. Ich glaube, ich hatte sie schon mal sogar hier auf dem Kanal probiert, aber nur in getrockneter Form. Da würde es mich wirklich mal interessieren, wie schmeckt sowas frisch. Ich gehe aber davon aus, dass sie wahrscheinlich nicht so lecker ist, sonst würde man sie, wäre sie berühmter und wahrscheinlich ist sie eher so wie eine Quitte, würde ich sie mir vorstellen. Aber ich kenne sie auch nicht. Ich muss ja auch irgendwann mal, wenn ich irgendwo mal nach Japan komme, muss ich mal schauen, ob wir auf irgendeinem Markt vielleicht irgendwo mal so eine Yuzu bekommen können. Ja, das waren dann mal die 6 Zutaten. Und ja, probieren geht über studieren. Schütt mal was oben drauf. Ja, ein schöner Schraubverschluss. 43% nicht gelagert. Deswegen auch nicht gefärbt und auch, gehe ich mal davon aus, noch nicht kühl gefiltert. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also er ist ein sehr, sehr frischer Gin, aber auch sehr, sehr fruchtig. Also man hat definitiv diesen Wacholder-Gin-Geschmack, also er sollte sich definitiv Gin nennen dürfen. Aber er hat so ein, man fühlt sich so Blumenwiese, man hat so einen Korb dabei mit dann, so ein Früchtekorb dabei und der ist schon sehr reif bis überreif. Oh, sehr stark nach Birne und auch so ein bisschen Tee und sehr, sehr zitrusfruchtartig. Also, das wird schon so ein Yuzu und so ein grüner Tee und sowas kommt da schon ganz gut hin. Ach, Wahnsinn. Also, wie heftig diese Geschmäcker und Gerüche immer sind in diesen Gins. Brutal. Also das ist wahnsinnig schön.
Auch sehr frisch, sehr fruchtig, bisschen blumig, bisschen kräuterartig. Also im Geschmack ist es eher so ausbalanciert zwischen so einem stark würzig kräuterartigen Gin und einem fruchtigen Gin. Was aber auch überkommt, 43%, schön rund, fast keine alkoholische Note. Das ist immer so ein bisschen so die Kritik von den Whisky-Connoisseurs, von den Leuten, die aus der Whisky-Szene kommen, die probieren das und merken, oh, so frisch, oh, schmeckt nach Rohbrand. Der ist wirklich schön destilliert, da merkst du es fast nicht mit dem Alkohol. Also beim Whisky hat man noch immer diesen Alkohol, der wird immer so ein Stückchen ausgeblendet durch die schöne Lagerung. Hier eben gibt es keine Lagerung. Und da geht es dann um die feine Destillation. Also der ist wirklich schön fein destilliert, schön rund und mit einer ganzen Menge Kräutern drin. Im Abgang hat er mal so leichte Anklänge von zartbitter. Vor allem beim ersten Mal probieren, jetzt eher weniger. Und dann wirkt er so, ja, Zitrus, ganz leicht zitrusartig. Mittellang geht er dann aus. Schönes Ding. Und das Schöne am Gin ist so ein bisschen, ja, der ist so frisch und so fruchtig. Den kann man auch im Sommer mal genießen. Der ist dann nicht so kräftig, heftig, deftig, sondern der ist ein bisschen frischer, ein bisschen zarter. Und das sind eigentlich die Geschmäcker, die man im Sommer doch etwas mehr genießt. Wenn es interessiert, wer mal einen probieren will, den Whisky gibt es zurzeit bei whisky.de für 24,90 im Shop. Schaut einfach mal vorbei, vielleicht ist er auch was für euch. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.